Herzlich willkommen bei Nomara. Da wären wir jetzt wieder. Und Sie wissen ja, momentan gibt es viel Spargel. Und darum machen wir Ihnen einen schnellen Spargelkirsch. Wir haben jetzt hier einen Quark-Blätterteig hergestellt. Und zwar ist es Mehl, Quark und Butter. Und ein bisschen Frischkäse, Kräuterpfeffer, natürlich Salz von Nomara. Und Sie bekommen das Rezept natürlich wieder. Und wir wählen jetzt zwischen zwei Folien unseren Teig aus, nehmen unseren Mehlstreuer her, der ja wirklich ganz super ist, und legen hier die zweite Folie drauf. Wir drücken unsere Hand ein bisschen drauf und wählen zwischen zwei Folien unseren Teig aus. Es ist sehr geschickt, zwischen zwei Folien auszuwählen, weil ihnen nichts anklebt. Es ist eine schöne Sache. Und immer wieder hergehen, das Ganze umdrehen und dann vorsichtig abziehen, sodass man das Ganze einfach ein bisschen lüftet. Der Teig ist sehr, sehr klebrig und darum brauchen Sie einfach ein bisschen Mehl noch, gell? So, wir haben das Ganze jetzt einfach ein bisschen mit Mehl nochmal bestäubt und gehen her und nehmen unseren Pinsel und dann können Sie das Ganze sehr schön verpinseln. Ich habe gerade schon am Anfang gesagt, der Teig ist etwas klebrig. Und jetzt setze ich meine Form außen rum. Das ist die Schnittenwelle, die kommt demnächst im Sonderangebot und da drin möchte ich das gerne machen, ja? Ich nehme jetzt mein Teiggrätchen Duo her und schneide einfach ringsrum einfach ein bisschen Rand noch ab, was übrig steht, weil ich möchte das Ganze jetzt einfach reinklappen und in die Form reinmachen. So, wir haben das Ganze jetzt ein bisschen angezeichnet und gehen jetzt her und schlagen einfach unseren Teig nach innen. Sehen Sie das, wenn das gut gemehlt ist, dann können wir das schön nach innen schlagen. Ich setze jetzt einfach die Form außen rum und lege jetzt den Rand hoch und schon habe ich den Rand in meiner Form drin. Das ist sehr, sehr wichtig. So, alles auf einen Schlag reingeben. So, wir nehmen jetzt unseren Tortenretter, fahren drunter und geben das Ganze rüber auf unseren Rost. Dann haben wir hier Kartoffeln gekocht und geben unsere Kartoffeln drauf. Und Sie sehen, unsere Rührschüsseln sind einfach optimal, weil sie das Ganze sehr schön halten können. Gell? So, und mit Hilfe unserer Winkelpalette streichen wir jetzt das Ganze einfach überall rein. Diese Form ist natürlich optimal für Torten, für Pikantes. Schaut immer schön und dekorativ aus. Sie kriegen auch 24, 25 Stückchen raus. Es ist einfach genial. Sie wissen ja, wir haben für kleine Kuchenformen in allen Variationen, eckig und rund und gebogen, und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, mit Nomara zu arbeiten. So, und jetzt haben wir hier einen Schinken. Der kommt natürlich auch drauf, klein geschnitten. Und mit Hilfe unseres Teigschabers und unserer großen Winkelpalette streichen wir das Ganze jetzt einfach rein. Und dann haben wir hier jetzt Sauce Hollandaise mit 4 Eier einfach aufgeschlagen mit unserem großen Pellerbesen. Eben natürlich mit unserer Salzmühle, wir haben ja Salz grob und fein. Einfach ein bisschen Salz rein. Ich finde es genial, es ist ein Traum, mit dieser Mühle zu arbeiten. Und jetzt kommt natürlich Käse drauf. Da haben wir eine Käsereibe, mit der Sie sehr schnell Käse reiben können. Und ich finde sie auch genial für andere Sachen, für Muskat, für alles, was man einfach fein reiben möchte, für Apfel und so weiter, ist die einfach sehr genial. So. Und jetzt gehen wir her und geben das Ganze, halt der Spargel, den hätte ich beinahe vergessen, das Wichtigste. Wir geben jetzt unseren Spargel drauf, natürlich in unserem tollen Topf gekocht. Ich habe jetzt kleine Stückchen geschnitten und das Ganze geben wir jetzt einfach so drüber.
Wir geben jetzt unsere Hollandaise-Soße darüber und schieben dann das Ganze in den vorgeheizten Ofen. Aber zuvor möchte ich Ihnen noch eine Dekoration zeigen mit unserem Röschen. Wir haben jetzt hier unser Röschen, ist eine Silikonform. In den können Sie Mürbteige, Plätzchenteige, alle kleine Röschen machen, natürlich auch mit Fondant. Einfach kleine Kügelchen machen und das Ganze hier jetzt einfach reindrücken und dann rausnehmen. Und schon haben Sie ein schönes Röschen. Und das machen wir jetzt ringsrum, so zur Dekoration. Und natürlich, wenn unser Teig übersteht, gehen wir her, nehmen unseren Garniertamm und streichen das Ganze einfach etwas nach unten. So. Einfach so mit einem Kammspitze das Ganze nach unten drücken und dann schaut es nachher sauber aus beim Abschluss. So, das Ganze wäre jetzt fertig und kommt jetzt in den Backofen und backt so circa 45 Minuten. So, unser Kuchen wäre jetzt fertig, unser Spargelkuchen. Schaut sehr schön aus, ja. Ich hoffe, dass er gut schmeckt. Und jetzt nehmen wir unsere Edelschallplatte her. Die Edelschallplatten sind natürlich sehr, sehr wichtig, weil sie können hier einfach mal säurehaltige Dinge auch servieren, wie Wurst, wie Fisch und so weiter. Und von dem her sind sie natürlich sehr, sehr schön. Wir haben uns hier unser Tragegestell, wo wir das Ganze dann einlegen. Und so können Sie das Ganze dann schön am Tisch servieren. Ja, ist sehr, sehr schön. Jetzt gehen wir einfach her. Wir haben hier unsere Unterlage. Ziehen hier jetzt an und ziehen das Ganze mal rüber auf unsere Platte. Und dann schauen wir, dass das schön drauf steht und gehen einfach her und ziehen das einfach durch. So, mit unserem Tortenauslöser lösen wir das Ganze jetzt aus unserer Form aus. So, das Ganze haben wir jetzt ein bisschen sommerlich ausgarniert und legen es einfach in unseren Servierprofi eckig rein. Und so können Sie das Ganze schön servieren. Gutes Glas Wein dazu. Ein gutes Glas Wein dazu schmeckt genial. Ich bedanke mich recht herzlich und gutes Gelingen beim Nachbacken. Tschüss, ade, auf Wiedersehen.